Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von meinem WoW Let's Play hier mit Melosa. Ich habe ja in der letzten Folge hier oder nach der letzten Folge noch die Lust auf restlichen ein Quests Glas? fertig gemacht, beziehungsweise war es eigentlich eh nur noch die eine. Die ist jetzt abgeschlossen mit den Golems und ja, jetzt gehen wir erstmal alle ab. Aufklärungsausstattung. Wenn ihr wegen eurer Belohnung hier seid, dann müsst ihr mir erst die gestohlenen Gegenstände aushändigen. Hier hast du Pfand. Fantastische Arbeit. Ja, ich weiß, dass Seid ich auf der Hut. fantastisch bin. Oh, ich sollte hier mal die Sachen austauschen, wegverkaufen. Warte mal. Wie geht's? Wir sind eh gestorben. Können wir uns reparieren? Leder. Das wird mal aufbehalten. Kette. So. Elementar Erde, Elementar Feuer, Essenz der Erde. Eieiei, das braucht man hier alles nicht mehr, oder? Nichts mehr, nichts mehr. Okay, so, fertig. Fort mit euch. So, für Ich bin deine ganz Sachen haben Ohr. wir auch gemacht. Hitze, die nie vergeht. Schlickfaust sagt, wir sollen bald Feuerbomben für ihn bauen. Umso dringender benötigen wir diese Flaschen. Hier hast du die Flaschen. Aua! Ihr dürft dieses Zeug doch nicht einfach in die offene Hand eines Zwergs legen. Das Zeug ist doch glühend heiß. Jetzt werden meine Hände noch mehr anschwellen. Ja, toll. Ich trage das auch die ganze Zeit, du Affe. So, verdammt seien diese fetten Finger. Ihr seid ein wirklich gutes Mädchen. Ich habe ein kleines Geschenk für eure Mühen. Eine Hose und einen Hals, die mir beide nichts bringen, leider, aber es ist wurscht. Die Ptorenbruderschaft ist mir gegenüber jetzt wohlwollend. Nice. Dunkle Dienste. Ich habe noch eine Aufgabe für euch. Diese kommt direkt vom Aufseher. Offenbar war er ziemlich aufgewühlt, als er von dem Erzherzog hörte, den ihr entdeckt habt. Er hat uns gebeten, drei Zwielichtpriester, die drüben am Feuerwachtgrat im Westen arbeiten, aufzuspüren. Sie heißen Kyubi, Leterio und Fiesta und jeder von ihnen trägt einen speziellen Stein bei sich. Setzt die drei zusammen und bringt sie hierher. Herher. Hierher. Ich glaube, da haben sie sich verschrieben. Hört zu, wenn der Aufseher Befehle gibt, stellt man keine Fragen, man tut es einfach. Seid auf der Hut. Ich habe doch gar nicht gefragt. Hallo. Die Spinnen müssen weg. Ihr konntet sicher nicht alle Spinnen in der Schlucht töten, aber ihr habt definitiv eine Lücke in ihre Reihen geschlagen. Gut, hier ist, was ich euch versprochen habe. Aber gebt nicht alles auf einmal aus, außer ihr tut es auf der Toriumspitze. Bleibt sauber. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Lust auf ein Glas? Rascher Krack. Ich werde nicht gegen Elementare kämpfen, bis wir bewiesen haben, dass sie eine Bedrohung für uns sind. Hier hast du mal die Armschienen. Leider ist es so, wie ich vermutet hatte. Diese Armschienen tragen die unauslöschlichen Zeichen des Feuerlords und seine Handlanger. Also gut. Da sich weder Streitkräfte der Horde noch der Allianz in der Nähe dieser gottverlassenen Schlucht befinden, bleibt es an der Thorian-Bruderschaft hängen, diesen Erzherzog aufzuhalten, bevor er noch mehr Böses verbreitet. Fort mit Okay. euch! Na, wenn das so ist. Was geht euch durch den Kopf? Zwielicht-Halsbänder. Habt ihr diese lächerlichen Ketten gesehen, die die Kultisten des Schattenhammers tragen? Die Edelsteine auf den Dingern sind größer als Hansels Faust. Nur ein paar von diesen spiegeleigroßen Juwelen und Burninate da drüben könnte dieses Schmiedegeschäft auf die nächste Ebene bringen. Bringt ihm diese Halsbänder und es soll euer Schaden nicht sein. Seid auf der Hut! Ja, dann schauen wir mal, gell? Dann schauen wir mal. Ah. Flüssigkeit. Oh, das tut gut. Okay, da komme ich da hinten irgendwie rauf. Au, 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 au. Okay, da komme ich hoch. Ja gut, dann töten wir die beiden mal. Wir brauchen das sowieso. Ah, fuck.
schrumpfen. Das glaubst du ja nicht. Aha. Oh, da kommt ja noch einer. Muster für Schneiderei. Nicht schlecht. Aber ich glaube, ich sollte da mal ausmisten. So, dann reiten wir mal an. Wir laufen mal hier hoch. Priester Fiesta. Versengen. Okay, die Quest, die kann eigentlich auch nur ein bisschen anders sein. Naja, Goblins gab es eigentlich zur Classic auch schon. Aber nur als NPCs, also. Mhm. Ah, da ist ein Quest. Ein Quest. So. Dann wollen wir mal da anfangen. Dieser Gegenstand lädt noch auf. Ich habe kein Ziel. Wow, okay. Das geht recht ratzifatzi. Ratzifatzi. Erdstachel. Ja, ja. Ich bin geehrt. Distelmonds Geschichte. Werdet ihr mir helfen, Sterbliche? Hört meine Geschichte. Lauscht. Geht in Frieden. So, ich möchte eure Geschichte hören. Als junger Nachtelf an der Dunkelküste kreuzten sich meine Wege einst mit einem widerlichen Pack, das sich der Schattenhammer nannte. Mit einigen von ihnen freundete ich mich an und zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich meinen Glauben an Eluna leugnete und die Parolen des Schattenhammers begeistert annahm. Erst eine Vision von Eluna ließ mich aus diesem bösen Traum erwachen, in dem ich als Anhänger der alten Götter gefangen war. Voller Reue begann ich mit der Arbeit an dem Gebet für Eluna. Fahrt fort. Ich ritzte das Zeugnis meiner Reue, meiner Scham, meines Bedauerns und meiner Trauer in eine Schrifttafel aus reinstem Gold. Leider fand der Schattenhammer die Tafel und brandmarkte mich als Ketzer. Ich wurde hingerichtet, ehe ich mein Gebet an Eluna vollenden konnte. Nun bin ich als Geist an diese Welt gefesselt und kann mich nicht hinüber ins Nether. Gefangen in einem Käfig als Warnung an all jene, die den Glauben des Schattenhammers verraten. Lasst mich darüber nachdenken. Hä, okay. Seid gegrüßt. Hier, Geschichte. Ich habe mich in meinem Schicksal hier in diesem Käfig ergeben, aber das Gebet muss gefunden werden. Gebet an Eluna. Werdet ihr mir helfen, sterbliches Wesen? Werdet ihr das Gebet an Eluna finden? Wie ich bereits sagte, wurde das Gebet auf eine goldene Schrifttafel geätzt. Ich denke, dass sie sie in einer ihrer widerwärtigen Kisten aufbewahren, in der Nähe des Eingangs zu ihrer Höhle am Boden des Grats. Wenn es euch gelingt, mein Gebet zurückzubekommen, so bringt es nicht zu mir zurück. Stattdessen nehmt euch bitte die Zeit, es zu lesen. Vergebung ist vielleicht zu viel verlangt, wenn man die Sünden bedenkt, die ich begangen. Es wird mich aber nicht davon abhalten, weiterhin zu hoffen. Viel Glück. Ja, ich wünsche dir auch viel Glück, dass du deine Vergebung bekommst. Auch wenn du nicht unbedingt daran denkst. Priester Fiesta. Den brauche ich nicht mehr. Wie in die anderen beiden, die sind jetzt unten, oder was? Okay, die anderen beiden sind unten. Eine Kiste. Oh, Gebet an Eluna. Ihr lasst euren Blick über das Gebet der acht Elfen schweifen. Beim Überfliegen der Verse von Zamaels Gebet merkt ihr, wie die Tafel immer leichter wird. Eine warme Welle überkommt euch und die Tafel ist verschwunden. Aha. Okay.
So, und jetzt muss ich da rein, dass ich die restlichen Dinge finde, oder was? Ist das euer Ernst? Eieieiei. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Was haben wir hier? Schneiderei, Stoff, Aschenweste. Ich glaube, ich habe die Ketten hier früher zusammen, als dass ich die Sachen, die anderen Sachen hier bekomme. Nixwelle der Heilung. Okay, da haben wir diesen Priester. Zwielicht Feuerwacher. Das sind aber alles wenigstens Nahkämpfer. Ja gut, also der. Und dann könnte ich... Feuerball, warte, du bist unterbrochen. Hä? Wollt ihr mich verarschen? So, Priester Letario. Okay, lang hat das jetzt aber nicht angehalten, dass du hier deine Zauber unterbrochen sind. Das ist ja eigentlich eine Verarschung. Wo kommst du jetzt auf einmal her, die Zwielichtwache? Die sicher patrouillierte oder so. So, 20 von 20 Ketten haben wir jetzt schon. Jetzt brauchen wir nur noch den dritten Priester. Da. Priester Kyubi. Nur noch, gell? Also das ist echt nicht lang unterbrochen dafür, dass das eigentlich eine Nappen. Frechheit, Frechheit, Frechheit. So, jetzt haben wir alle drei Kugeln, die müssen wir verbinden. Und das müssen wir wo abgeben? Mit der Toriumspitze, okay. Gut, dann nehmen wir unseren Schattenwolf. Nee, nicht Schattenwolf. Geisterwolf. Komme ich bei dem hinterhalb vorbei, ohne dass ich Aggro ziehe? Das schaut ja bisher ganz gut aus, gell? Jetzt will ich mal gucken. Ruf. Habe ich irgendwo Kataklysm, Lich King, Burning Crusade? Das ist echt geil, ja. Freundlich, freundlich, wohlwollend. Ich brauche irgendwo respektvoll. Ich habe aber nirgendwo respektvoll. Und das mit Level 60. Ja, aufgeblöd, gell?
Oft geht blöd. Naja, was willst du da machen? Also da auch drüben muss ich mich melden. Da ist der Freund. Wie geht's? Habt ihr das Ding? Ja. Hansel wiegt den Stein in seinen Händen. Dieses Ding ist seltsam, Melosa. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Eins ist sicher, es ist nicht natürlichen Ursprungs. In den Hallen des Bergfürsten. Die Thorium-Bruderschaft verfügt über keinerlei Miliz. Nur ein paar Wachen und ich, das war's. Wenn wir einen erfolgreichen Schlag gegen die dunkle Eisenzwerge in der Schlacht führen wollen, dann brauchen wir Hilfe. Bergfürst Rendan befindet sich oben im Turm, über die Schlucht hinweg von uns aus im Süden. Er verkehrt nicht mit dem Gesindel des Schattenhammers oder mit Feuerelementaren, aber er hat sich auch nicht der Bruderschaft angeschlossen. Vielleicht ist es an der Zeit, dass wir ihm einen Besuch abstatten. Mit seiner Hilfe könnten wir eine Chance haben. Bleibt sauber! Schauen wir mal, gell? Redet mit mir. Hier, Zwielichthalsbänder. Ein rubinbesetzter Hammer. Klingt doch nett, oder? Eigentlich zu schade für die Rubine, aber ja, klingt nett. Aus der Ferne sahen diese Edelsteine irgendwie funkelnder aus. Aus der Nähe sind sie doch ganz schön stumpf. Ach, was soll's. Ein wenig Spucke und Politur sollte die Sache schon richten. Und falls nicht, kann ich sie immer noch nutzen, um meine Entzauberkünste zu verbessern. Ja, das könntest du machen, gell? Okay, jetzt müssen wir dahin. Hä, warte mal, wo muss ich hin? Brennende Schlucht. Ah, okay, da müsste ich hier durchlaufen. Okay, okay, okay. Ja, das kann ich mal machen, gell? So, warte mal, wir haben aber noch, findet Bella Wolkenflug, nur Fliegen ist leichter. Achso, warte mal, das ist Fliegen, das ist eigentlich Wurscht. Achso, und der ist in der brennenden Steppe. Das hätten wir dann eigentlich auch gleich machen können, gell? Redet mit mir! Hätte, hätte, Fahrradkette. Sengende Schlucht. Mögen eure Reisen sicher sein. Brennende Steppe. Es klingt so ähnlich irgendwie. Ich verwechsel das sicher voll oft. Aber eigentlich könnte ich mich ja trotzdem nochmal auf den Weg dahin machen, ne? Das werden wir jetzt einfach schnell machen. Und dann können wir in der nächsten Folge eventuell oder heute noch mal gucken. Die Quest zumindest annehmen hier. Warte mal, ich habe auch gesagt, da ist noch Ruhestein, gell? Eisengipfel. Wie heißt es da? Eisengipfel. Gut, dann könnte ich nachher einen Ruhestein verwenden. Dann verbrauchen wir nicht ganz so viel Zeit. So. Einmal links, einmal rechts abbiegen. Der Schwarzfels. Also man muss schon sagen, also generell solche Online-Spiele, die haben, die meisten machen, geben sich schon sehr viel Mühe zur Gestaltung des Spiels. Das ist schon cool irgendwie. So. Dieses Gebiet haben wir allerdings schon durchgequestet mit irgendeinem Allianzcharakter. Fragt mich nur nicht mit welchem. Ich habe keine Ahnung. So, den Glutwark. Ich muss mir erstmal kaputt machen. Gell? Dich müssen wir erstmal kaputt machen.
Lust auf ein Glas? Oh, Schlickfaust schickt euch. Ha, wisst ihr, weshalb man ihn Schlickfaust nennt? Fragt ihn einmal danach. Bleib sauber. Nee, du. Ich belasse es dabei. Er heißt so und fertig. Mehr interessiert mich nicht. So, jetzt sind wir hier. Hallo. Hallo. Und wer seid ihr wohl? Genau, in den Hallen des Bergfürsten. Ah, eine Abgesandte der Thorium-Bruderschaft. Ihr benötigt meine Unterstützung? Nun gut, ich könnte mich bereit erklären, euch zu helfen, wenn die Bezahlung stimmt. Alter, ich werde jetzt sicher Sachen für dich machen müssen. Du musst mich bezahlen. Punkt. Belagerung. Aufseher Schlickfaust hätte sich keinen schlechteren Zeitpunkt aussuchen können, um mich zu bitten, einen Kampf beizutreten. Meine Spitze wird bereits belagert. Nichts, womit meine Wachen nicht umgehen könnten, aber trotzdem, es wird nicht leicht für mich sein, damit weiterzumachen und gleichzeitig Zwerge in diese höllische Schlucht zu entsenden. Ich sage euch was, ihr schaltet deren Schützen aus, die unsere Festung belagern, und ich denke nochmal über euer Angebot nach. Sie schleichen auf den Felsvorsprüngen im Osten herum. Mach ich. Setzt sie in Brand. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber mein Turm ist um einiges größer als die anderen Türme hier in der Schlucht. Manche Zwerge bilden sich etwas darauf ein, wie tief sie graben können, ich nicht. Manchmal glaube ich, ich hätte eigentlich als Wildhammerzwerg zur Welt kommen sollen. Trotzdem gefällt mir der Anblick dieser anderen Türme nicht, wie sie sich so in den Himmel recken und meinen Turm an den Zehen kitzeln. Hier, nehmt diese Fackel und benutzt sie an den Kohlepfannen auf den anderen Türmen. Es wird ihnen noch leid tun, diese Türme überhaupt gebaut zu haben. Eine bessere Kugel. Diese in der Schlucht grabenden Zwerge machen wenigstens eine Sache richtig. Sie stellen qualitativ hochwertige Patronen her. Es war mir bisher nicht möglich, ihre Ergebnisse zu reproduzieren, weshalb ich dazu gezwungen war, ihnen alle Kugeln, die ich finden konnte, zu stehlen. Ihr wollt meine Hilfe? Besorgt mir ein paar hundert Dunkeleisenkugeln von ihren Schützen da unten. Ich bin mir sicher, dass sie euch mit Vergnügen eine Kugel nach der anderen geben werden, aber es könnte einfacher sein, wenn ihr nach den Kisten Ausschau haltet, in denen sie lagern. Seid auf der Hut! Ja, die werden mir sicher, also ganz, ganz sicher, eine Kugel nach der anderen geben wollen. So, hier haben wir auch noch irgendwo, genau. Agnes! Was? Schummelschiefer. Hallo! Hallo! Tja, wir sind auf gleicher Höhe. Sehr schön. Die Geheimnisse des Feuermuskelmagens. Es gibt so vieles, was wir bei den Inzendosauriern nicht wissen. Woher kommen sie? Wie überleben sie hier draußen in den Ebenen? Und warum schmecken sie so überhaupt nicht? Der Schlüssel zum Verständnis dieser prähistorischen Bestien liegt, so glaube ich, im Feuermuskelmagen. Jeder Kendosaurier oder Inzendosaurier verfügt über einen. Ich hätte gerne ein paar davon, um sie zu untersuchen. Ihr findet Inzendosaurier, die sich am Fuße des Eisengipfels aufhalten, hauptsächlich im Westen. Bleibt sauber. Jo, passt. Gut, ich werde hier jetzt aber erstmal ein kleines Päuschen mit Melose einlegen und verabschiede mich erstmal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche, einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Baba!